Herzlich willkommen bei Anno 2205 und wir starten direkt in das Spiel, ein neues Spiel starten. So sieht's aus, wenn man das Spiel das erste Mal startet. Alle Grafikeinstellungen sind auf dem höchsten, was es gibt. Es gibt nur zweimal ultra hoch, der Rest ist hoch. Anti-Aliasing viermal, das reicht dicke aus. Und wir starten. Ich freue mich, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind. Samantha Beaumont, Leiterin des Mondlizenzierungsprogramms bei der Global Union. Es gibt viel zu besprechen, aber zunächst möchte ich Ihnen Adam vorstellen. Eingehende Nachricht. Danke für Ihre Teilnahme am Mondlizenzierungsprogramm. Das Programm schreibt vor, dass Ihre Unternehmen funktionsfähige Raumhäfen als Basis für eine neue Mondkolonisierungswelle baut. Sie werden die Global Union ferner bei der Entwicklung eines Fusionsenergiereaktors unterstützen, um die bevorstehende Energiekrise auf der Erde zu verhindern. Die Global Union wünscht viel Erfolg. Offiziell sind nur Megacorps im Programm zugelassen, aber ich habe mich persönlich für sie eingesetzt. Sie müssen sich nur noch mit dem Namen ihrer Firma anmelden. Okay, das tun wir doch. Ganz einfach und bestätigen. Danke, aber ich muss auch ihr Firmenlogo sehen, zum Zwecke der Identifizierung. Ich habe schon mal ein kleines bisschen reingeschaut, deswegen kenne ich die Logo schon, die es gibt. Seite 2. Ubisoft Club. Aha. Wir nehmen mal das mit den vielen Raketen hier, das finde ich ganz witzig. Meine Vorgesetzten in der Global Union haben Ihnen gegenüber Bedenken geäußert. Aber ich habe Sie überzeugt. Sie sind sogar willens, Ihnen erstklassiges Gebiet für Ihr Hauptquartier zuzuweisen. Wählen Sie einen Sektor. Okay, dann suchen wir uns doch mal einen Sektor raus. Die haben verschiedene Größen an Hektar zur Verfügung, bis zu knapp 100.000 Hektar. Was das mit diesen Bergbauplätzen auf sich hat, weiß ich noch nicht genau. Da gibt es wahrscheinlich einfach verschiedene Abbauplätze an den Gebirgen, sprich Mineralien, Erze, Küstenbauplätze wahrscheinlich ähnlich, Energieprojekt, Projekt seltene Rohstoffe, Ornamentprojekt. Nehmen wir doch einfach mal das Cap Ember. Man kann später noch auf die anderen zugreifen, deswegen ist es jetzt erstmal kein Problem, welches wir wählen. Das Spiel startet so und man kann nichts auswählen, weil die Story oder die Kampagne, wenn man so möchte, später eh in das Endlosspiel übergeht. Von daher kein Problem. Bestätigen. Fast fertig. Wir müssen nur noch die Bedingungen des Vertrags mit der Global Union aushandeln. Alle Einzelheiten festklopfen. Ja. Wir nehmen einfach fortgeschritten bzw. normaler Ertrag des Lagerhauses und normale Einnahmen pro Angestellte. Wir könnten noch erweiterte Einstellungen machen und die Sachen nochmal so anpassen, wie wir das gerne möchten. Aber wir lassen es einfach mal so, wie es ist. Freie Kamera aktivieren. Ja, das klicken wir mal noch an. Und dann geht's los. Sie beginnen jetzt Phase 1 des Mondlizenzierungsprogramms. Die Global Union hat Ihnen ein Gebiet in der gemäßigten Zone der Erde zugewiesen, wo Sie einen Raumhafen und eine Operationsbasis errichten können. Der Bau eines Weltraumaufzugs zum Hauptquartier der Global Union ist ebenfalls erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer Kontaktperson. Ein echtes Inselparadies, nicht wahr? Das Küstengebiet hier ist sehr reich an natürlichen Ressourcen. Ich frage mich, ob das der Grund dafür ist, dass einer der Big Five hier ein Unterwasserforschungsprojekt plant. Aber das ist jetzt zweitrangig. Das Protokoll verlangt, dass sie in diesem Gebiet einen Raumhafen errichten. Die Baustelle des Raumhafens an der Küste ist immer noch unbesetzt. Aber sobald sie die nötigen Unterkünfte gebaut haben, werden ihre Bauarbeiter eintreffen. Okay, und da geht das Spiel auch schon direkt los. Also hier wird nicht mehr so lange gefackelt. Wir können direkt anfangen zu bauen und es hat sich einiges geändert im Spiel, was wir nach und nach dann auch feststellen werden. So, hier ich links... Ich weiß, es sind viele Dinge zu beachten, aber Adam hat eine Datenbank zusammengestellt, in der sie auf alle nötigen Informationen zugreifen können. Danke.
Hier links haben wir dann direkt die Liste, was wir erstmal erledigen sollen. 50 Arbeiter, 25 Wohnhäuser bauen, eine Reisfarm, eine Sonnenblumenfarm und eine Biopolymerfabrik. Denn die Biopolymere, das hier oben, sind zum Beispiel die 20. Da kostet zum Beispiel ein Wohngebäude ein Biopolymer. Also die ganzen Gebäude kosten Biopolymere. Wir haben jetzt keine Werkzeuge mehr oder ähnliches. Das läuft erstmal alles darüber. Zumindest hier auf der Erde. Was dann später auf dem Mond oder in der Arktis passiert, weiß ich nicht. Das werden wir sehen, denn da bin ich sehr gespannt drauf, was hier sich dann alles auf dem Mond vor allem abspielt. Das soll ja wirklich super aussehen auch noch. Und auch so macht das Spiel erstmal keinen schlechten von der Grafik her. Es läuft sehr, sehr flüssig. Ich kann ohne Probleme mit 60 FPS aufnehmen. Gut, dann fangen wir doch mal an, die ersten Straßen zu ziehen. Hier an unserem neuen fetten Hightech-Kontor. Hier sehen wir auch das Logo, was wir vorhin ausgewählt haben, hier unten. So, wie fangen wir denn mal am besten an? Bauen wir doch einfach mal eine Straße hier runter. Wo ich hier hoch erstmal. Okay. Hier links unten haben wir das Baumenü. Da gibt es so die Arbeitersachen. Dann haben wir hier direkt noch einen zweiten Reiter, die Ornamente. Können wir direkt ein paar auswählen. Und zwar sind das dann so kleine Parks. Oder Parkplätze. Große Parkplätze. Feuerwerkzünder. Die kosten aber teilweise eine ganze Menge. Wie wir hier sehen, 5000 Credits. 4,5. 2000, alles ein bisschen teurer. Wir haben knapp 75.000 noch. Das war bei den Stadtbedingungen dabei. Creditbilanz plus 100. Was haben wir hier? Angestellte. Sie haben noch niemanden eingestellt. Das Ding ist jetzt, das wird ein bisschen aufgeteilt. Denn hier unten haben wir auch nochmal Informationen in der unteren Leiste. Arbeitskraft. Oh. Energie. Und die Logistik. Okay, wir fangen aber erstmal an und bauen ein paar Arbeiterwohnhäuser. Und da legen wir direkt hier los. 1, 2, 3, 4. Arbeit, wir sind bereit. Neue Gebäudearten verfügbar. So, wunderbar. Und auch die müssen wieder an die Straße angeschlossen werden. Das ist seit jeher so. Also da hat sich erstmal nichts geändert. Die brauchen immer noch eine Verbindung. Und es wuselt sich schon mal ein bisschen mehr rum als sonst. Auch so, die Größenverhältnisse wurden angepasst, also das haut alles hin. Dass die Menschen entsprechend groß sind und ohne Probleme auch durch ihre kleinen Türen passen. So, was brauchen wir noch? Eine Reisfarm, Sonnenblumenfarm, Biopolymerfabrik. Tja, da bauen wir erstmal die ganzen Fabriken. Wo wollen wir die hinbauen? Entweder hier unten, hier hätten wir ein bisschen Platz. Oder hier oben oder da, ist eigentlich ziemlich egal. Denn diese Einflussbereiche, die gibt es auch nicht mehr wirklich. Ich ziehe erstmal ein bisschen was hier runter. Und hier nochmal rüber. So, dann haben wir hier unten gleich noch, was haben wir hier? Eine Sonnenblumenfarm. Boah, machen wir. Mit Punkt und Komma können wir die Gebäude drehen. So. Könnten wir theoretisch direkt da dran bauen. Ich baue es trotzdem mal ein klein wenig abseits. Was haben wir noch? Die Biopolymerfabrik. Die kommt direkt hier gegenüber hin. Sollte jetzt kein Problem mehr darstellen. Danke. Jetzt kriegen wir nämlich auch wieder Biopolymere dazu, von denen wir nur noch hier oben 11 haben. Was war das hier? Das ist diese Sonne, diese Reisfarm ist das, genau. So, die kommen hier mit dran. Wird von vielen Megacorps als unnötiger Luxus eingestuft. Schön, dass Sie die Meinung der Union teilen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass die Lautstärke der Dame nicht zu laut ist oder zu leise sogar. Da habe ich gerade ein bisschen die Befürchtung, dass es einfach zu leise ist. So, 10 von 25 Wohnhäuser, da bauen wir doch einfach ein paar mehr.
wir schon mal 20. Halt. Hätten wir schon mal 20 und dann bauen wir hier unten noch die letzten 5 hin. 5. So. Gut, hier links unten haben wir dann noch die Warenübersicht. Oder V öffnet das selbe Menü. Oder dieselbe Anzeige. Und da sehen wir zum Beispiel die Bilanz. Also Bioharz plus minus 0. Wir verbrauchen 10 und produzieren 10. Biokost, Produktion 5 und Verbrauch 3. Und Biopolymere, ja, da gewinnen wir einfach bloß an 10. Die werden ja bloß verbraucht, wenn wir was kaufen. Ich weiß gerade gar nicht, ob man die Geschwindigkeit erhöhen kann. Ich sehe es gerade nicht. Ich glaube schon, aber... Naja, ist jetzt auch erstmal nicht so wichtig am Anfang. Ihre Bauarbeiter gehören zu den Ersten, die bereit sind. Machen Sie in diesem Tempo weiter. Ihre Konkurrenten werden aufholen wollen. Okay, wir machen in diesem Tempo. Für die nächste Bauphase brauchen Sie qualifiziertes Bodenpersonal, um den Raumhafen betreiben zu können. Halten Sie sich bitte an die Standards der Union, während Sie für die nötige Infrastruktur sorgen. Okay. Gut. Wir halten uns natürlich an die Standards, denn die Leute, wenn wir so ein Wohngebäude anklicken, sehen wir auch wieder die Bedürfnisse. Gibt es Arbeit? Ja, gibt genug Arbeit. Hier, gehen wir auf deine Reisfarm. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Ja, genau. Wasser fehlt zum Beispiel und Information. Wir bräuchten also Wasser. Hier links unten sehen wir das auch. Verbrauch ist da, aber keine Produktion. Deswegen haben wir neue Gebäude freigeschaltet. Einmal den Windpark. Und hier die Entsalzungsanlage. Wir bauen erstmal so einen Windpark. Der liefert uns wieder ein bisschen Energie. Ja, was soll der Geiz? Wir können ja später die Gebäude einfach noch umsetzen. Auch das ist neuer Bestandteil von Anno 2205. Hier links unten haben wir verschiedene Auswahlmission, Abriss, Beförderung, Kopieren oder das Versetzen. Da können wir dann einfach die Gebäude anklicken und einfach woanders hinschieben. Das wird wohl später ganz wichtig, aber bis dahin dauert es noch eine Weile. So, die Entsalzungsanlage brauchen wir natürlich auch. Benötigt Küstenbauplatz. Ah ja, ah, guck mal hier, das ist so ein Küstenbauplatz. Ja, dann bauen wir die da hin. Und ich gehe mal stark davon aus, dass wir da auch eine Straße brauchen. Ja, da wird schon angezeigt. Ja, Sie brauchen diese Entsalzungsanlage. Heutzutage ist das die einzige Möglichkeit, Trinkwasser zu gewinnen. Okay. Wir brauchen auch neue Arbeiter. Ich hoffe, ich kriege hier unten eine Straße hin. Genau, da können wir dann hier nochmal ein paar Wohngebäude bauen. Also am Anfang ist das Spiel auch noch sehr, sehr einfach. Erst später dann wird es immer wieder komplexer. Auch in diversen Forscher- oder Testvideos dann jetzt doch schon gesehen, die es schon gibt. So, das Informationszentrum. Was brauchen wir denn dafür? 200 Arbeiter. Firmenstufe gestiegen, neue Firmenstufe 2. Einfluss erreicht neue Stufe. Ah. Plus 11.000 Credits. Schön. Bioharz, das bräuchten wir mal. Können wir dann später hier noch einen dran bauen und dann noch eine Straße ziehen. Wir sind erstmal recht großzügig, ist ja genügend Platz da. So, das ist die erste kleine Insel, die man zur Verfügung hat. Die anderen beiden Karten, die wir da hätten am Anfang auswählen können, die sind deutlich größer. Vor allem die ganz große mit den knapp 100.000 Hektar. So, immer mal wieder auf die Warenübersicht schauen, denn ein bisschen Biokost bräuchten wir. Und vielleicht auch bald schon nochmal eine Entsalzungsanlage. Gesperrt. Das heißt, das passt da nicht hin. So, passt die Sache aber hin.
Plus 7. Oder auf 7 erhöht. Wäre denn hier... Ach, guck mal hier unten. Ha, hätten wir auch bauen können. Bauen wir auch direkt nochmal. Wir können natürlich auch noch ein Transportzentrum bauen, was wir vielleicht mal brauchen. Denn die Gebäude werden nicht weniger, wo dann Waren abgeholt werden sollen. Und da können wir direkt mal hier hinten was bauen. Ach, guck mal, hier links hätten wir auch nochmal Platz für so eine Entsalzungsanlage. Okay. Schön. Tun wir das hier rein? Oder hier oben in die Ecke? Menschliche Ressourcen ungenügend. Wie bitte? Achso, wir brauchen einfach Arbeiter. Ja, kein Problem. Ich hole uns neue ran. So. Können wir schon mal das Tool nehmen und die Gebäude wegziehen. So, damit das alles schön parallel bleibt. So, weg damit. Weg damit. Und dann können wir da auch noch zwei Arbeiterwohnungen hinbauen. Eins und zwei. Wunderbar. Okay, die Arbeitskraft ist wieder gestiegen. Strom ist noch 40 über. So wie ich das hier unten gerade interpretiere. So, Biokost. Haben wir auch noch plus 5. Okay, wir brauchen nicht mal viele Einwohner, dann haben wir die 200 erreicht. Und da bauen wir doch hier oben einfach noch 4 Wohnungen und dann müsste das ja fast reichen, ne? Wie viele Einwohner passen denn in so ein Gebäude rein? Das steht hier nicht. Das steht hier nicht da, okay. 199? Ja, müsste reichen. 200, wunderbar. Wir können das Informationszentrum bauen. Denn auch das ist ein Bedürfnis. Oh, das sieht ja schick aus. Hm, bauen wir das hier unten in die Ecke? Die haben ja keine Einflussbereiche mehr, theoretisch. So ein bisschen schon, man sieht das, wenn ich das an die Straße dran setze. Die wird dann so leicht blau und das gesamte Gebiet wird mit abgedeckt. Also theoretisch hat das ja einen unfassbar hohen Radius erstmal. Zumindest geht das ohne Probleme bis hier runter. Ich pack das mal einfach hier oben hin. Eine große Bandbreite an Informationsdiensten. Damit könnten ihre Angestellten ihre Interessen und ihre Fertigkeiten weiterentwickeln. Menge. Gut gemacht. Nee, wartet, wir machen das direkt anders. Ah, ich wusste, dass hier irgendwas läuft. Nick Papadakis von Papadakis Enterprises. Wenn du einen guten Deal willst, komm in mein Lager. Wir sollen in sein Lager kommen, machen wir dann. Kleiner Park, der passt hier genau rein. Richten wir hier einfach mal einen schönen Park. Hier ist hier genügend Platz. So. Gut. Tja, wir könnten die Gebäude jetzt hochstufen hier unten mit dem Beförderungstool oder mit U. Das ist auch so geblieben. Tja, ich würde sagen, das machen wir aber erst in der nächsten Folge. Es läuft ganz gut bisher in unserer kleinen Siedlung.
Und ja, irgendwann werden wir dann auch den Mond erreichen. Ich bin sehr gespannt, wie es hier weitergeht. Wir müssen die Angestellten befördern. Das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.